Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Heute gehen wir mal auf unser Rummelmodul ein. Dieses wollen wir euch mal extra zeigen und deshalb dieses Video. Viel Spaß beim Anschauen. Unser Rummelmodul hat eine Größe von 1,30 m auf 40 cm. Und ist teilweise schon gut beleuchtet. Mit, wie man sieht, vielen Männchen. Dabei sind wir nicht immer auf die Preiserfiguren zurückgegangen, sondern auf billige. Weil bei dieser Masse an Männchen es natürlich ein extremer Kostenfaktor wäre, hier auf Preise zurückzugreifen. Aber das Auge umfasst ja nur einzelne Szenen und genau da haben wir Preiserfigürchen eingebaut. Wie zum Beispiel hier der mit dem Schild oder hier vorne der, wo fällt, oder mit dem Luftballon, ja, oder etc. Unser Anlagenmodul verfügt über einige Fahrgeschäfte. Einmal den Breakdance. Und den Breakdance haben wir über eine extra Schaltung hier am Laufen. Und wir können hier ganz bedacht die Fahrstufe wählen. Man kann ganz langsam anfangen und natürlich auch extrem schnell werden. Rutschen wir eins nach drüben. Hier haben wir den Indiago. Der Indiago ist uns ja in letzter Zeit kaputt gegangen, sprich die Gondel ist hier gebrochen und wir konnten jetzt endlich durch einen Ersatzkauf von Bastelware eine komplette Gondel mit Doppelanschlüssen, also die Anschlüsse zweimal vorhanden waren, die sie reparieren hier, und wenn die jetzt wieder kaputt gehen würde, hätten wir nochmal Ersatz. Der Indiago haben wir so angesteuert hier. Pro Motor ein Taster. Jeder Motor hier oder der hier kann ich unterschiedlich antreiben. Das wollen wir mal ausprobieren. Wir fangen jetzt mit dem linken Motor an, nach oben. Und den rechten Motor nach oben. Und so kann man natürlich Variationsspiele fahren, wie quasi im echten Bereich. Oder wir gehen mit beiden wieder nach unten. Jo. Spielerei pur natürlich. Dann haben wir hier unseren Glückskönig. Da haben wir, wie im echten Leben auch, Dutzende geöffnete Lose auf den Boden gebracht. Wir sehen das immer auf Kirmesbereichen vor so Losbuden, dass da immer die Massen von kaputten oder geöffneten Losen liegen. Und das wollten wir etwas realistisch nachbilden. War zwar eine Heidenarbeit, diese kleinen Schnipsel hier zu schneiden, aber nun ja, was tut man nicht alles, damit schön aussieht. Dann haben wir hier die Highshow. Und die Highshow hat ja die gleichen LEDs, die wir jetzt in unserem Gepäckwagenumbau verbaut haben. Die quasi ein 1 oder wie sagt man, ein eingebautes Ablaufsystem haben, die in verschiedenen Sequenzen dann laufen. Mal schnell, mal langsam, mit drei Farben eben. Dann haben wir unseren Konga. Der Konga ist noch unsere Baustelle derzeit, denn wir haben noch nicht die nötige Zeit gefunden, Teile zu bestellen, um ihn mit der Gondel gangbar zu machen.
Das heißt, die Gondel ist momentan zwar bewegbar, aber mehr auch nicht. Aber da sind wir eben dran. Dann haben wir natürlich verschiedene Buden, wie hier Bierstand oder Pizzeria oder die Wurstbude oder hier der Losstand oder das Tütenangeln oder hier noch das Entenfischen und so weiter. Da haben wir hier also eine ganze Litanei an Buden, die auch beleuchtet sind und mit natürlich den Schaustellerwägen hinten dran. Und wenn man so jetzt in etwa sieht, erkennt man schon etwas. Ja, es ist viel Geld und viel Arbeit in das Modul geflossen. Und deshalb dachten wir, wir separieren es mal und erklären es euch einzeln, weil das im Endeffekt ein Video wert ist. Wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr die gerne stellen oder in den Kommentaren schreiben oder uns eine Nachricht senden, wie ihr möchtet. Wenn ihr natürlich noch Vorschläge habt, dürft ihr die auch posten. Ansonsten war es das für dieses Video. Wir wünschen euch viel Spaß an eurem eigenen Kirmes oder Rummel. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, euer Markus.